Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten, herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im April mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf und herzlichen Glückwunsch für alle von euch, die jetzt im April Geburtstag haben. Für euch stehen die Sterne genial. Liebesgöttin Venus läuft bis zum 24. durch euer Zeichen und sorgt für viel Harmonie, gute finanzielle Aussichten und Erfolge beim Manifestieren mit Saturn im Steinbock. Möchtet ihr euch vielleicht ein ganz persönliches Geburtstagshoroskop schenken? Dann seid ihr bei mir genau richtig. Alle Informationen rund um eine Beratung für euch findet ihr auf meiner Homepage oder ruft einfach auf meinem Kundentelefon an. Beides verlinke ich hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt euch dazu ja mal das Video für den Stier mit der Sternzeichenmeditation anschauen. Das verlinke ich hier. Und den Shop, wo man das Collier bestellen kann, verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr auch ein Collier in meiner Verlosung gewinnen. Und wie das geht, dazu mehr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt schauen wir in eure Sterne. Euren Erlebnishintergrund mit den langfristigen Tendenzen könnt ihr euch in dem Video zum Jahreshoroskop im ersten Teil nochmal anschauen. Oder ihr könnt es auch in meinem Buch nachschlagen. Da hat sich auch bis jetzt nicht viel geändert, nur diese Planeten haben sich etwas weiter bewegt. Jupiter ist rückläufig und bestrahlt nun wieder die Geburtstagskinder vom 9. bis 15. Mai mit viel guter Energie im Partnerhaus und Chancen für Solostiere, jemand Tolles kennenzulernen. Den Kreativaspekt von Lilith empfangen jetzt die Geburtstagskinder vom 5. bis 12. Mai. Und so sehen die aktuellen Konstellationen aus. Die beste Nachricht zuerst, die Venus läuft diesen Monat bis zum 24. durch euer Zeichen. Im Stier steht sie besonders stark und kann ihre sinnlichen und beziehungsstiftenden Kräfte besonders gut entfalten. Ihr habt bestimmt Lust, euch etwas Gutes zu tun, zum Beispiel Wellness oder ein schönes neues Outfit shoppen oder euch der Liebe widmen. Die Venus lässt auch eure Ausstrahlung erblühen. Das könnt ihr auch beruflich nutzen, um in Präsentationen zu überzeugen. Diese Konstellation ist auch finanziell erfolgreich, nur leider ist ja der Merkur noch bis zum 15. rückläufig. Das heißt, Abschlüsse tätigen und Verträge unterschreiben bitte erst in der zweiten Monatshälfte. Den günstigen Venus-Einfluss genießt bis zum 10. April die erste Dekade eures Zeichens, dann bis zum 17. die zweite Dekade und danach bis zum 24. die dritte Dekade des Stierzeichens. Auch der Mars steht günstig für euch, nämlich hier im Steinbock. Das ist ein stärkender und schwungvoller Einfluss für euch, vor allem wenn ihr große Pläne habt oder auf Reisen seid. Am besten sieht es aus in der Zeit vom 5. bis zum 18. April. Dann bildet nämlich die Venus hier einen Harmonieaspekt zu dem Mars da oben und ihr habt die schöpferischen und auch erotischen Kräfte der Liebesplaneten voll auf eurer Seite. Deshalb wird es bestimmt ein sehr prickelnder und liebevoller Monat, vor allem wenn ihr in einer schönen und sicheren Beziehung seid. Dann solltet ihr euch auf jeden Fall Zeit für die Liebe nehmen. Auch für Singles stehen die Sterne gut, denn sie haben ja durch Glücksplanet Jupiter im Partnerhaus verstärkte Chancen, jemand Tolles kennenzulernen. Und mit der Venus im ersten Haus auch eine superschöne Ausstrahlung. Und wenn ihr alleinstehend seid, dann zeigen diese Planeten große kreative Kräfte für euch an. Ihr solltet euch dann für den April vornehmen, ein wichtiges persönliches Projekt umzusetzen. Das kann euch jetzt gelingen. Mitte des Monats kommt dann die große kosmische Wende mit ihren Transformationskräften und das bei euch im 12. Haus der Spiritualität. Wenn ihr also spirituell unterwegs seid oder im Kontakt mit euren Träumen und eurer inneren Stimme seid, kann es eine Zeit großer Inspiration und tiefer Eingebungen für euch sein. Am 15. April wird erstmal der Merkur wieder direktläufig und eure Intuition wird dann wieder klarer. Und am 16. haben wir den Neumond der Erneuerung und Veränderung und am 17. geht Heilerplanet Chiron ins Zeichen Widder. Viele von euch werden das auch ganz direkt spüren, wenn ihr nämlich Planeten im Zeichen Widder habt, die diese Energie ganz direkt empfangen. Das müsste man dann in einer persönlichen Beratung klären. Auf jeden Fall solltet ihr die Neumond-Meditation nutzen, um euch mit eurer spirituellen Entwicklung zu beschäftigen. Es können sich für euch neue Wege eröffnen, wie ihr euch mit eurer geistigen Führung verbinden könnt. Wenn ihr eher ganz pragmatisch veranlagt seid, könnt ihr zumindest auf eure Träume achten. Darin können sich zum Neumond interessante Botschaften zeigen und es lohnt sich, ein Traumtagebuch neben das Bett zu legen.
Am 20. April morgens um 5.12 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen Stier und verstärkt eure sinnliche Ausstrahlung und Kraft. Für die kommenden 4 Wochen steht ihr dann im Mittelpunkt des Geschehens. Ihr seid sozusagen der Kanal, durch den die angenehme Energie des Zeichens Stier in die Welt strömt. Also feiert euren Geburtstag, ladet alle zu einem sinnlichen und üppigen Fest ein, kocht gemeinsam mit euren Lieben und freut euch an der blühenden Natur des Frühlings. Für viele Stiere beginnt jetzt auch wieder die Zeit, wo sie im Garten herumgraben und sich mit der Natur verbinden können. Das ist ja für die meisten von euch ein wahres Lebenselixier. Am 24. April geht die Venus in die Zwillinge und damit in euer zweites Sonnenhaus der Finanzen. Die steht dann weiterhin sehr günstig für euch und bringt euch ein Gefühl von Leichtigkeit und Experimentierfreude. Und ist halt gut fürs Geld. In der zweiten Monatshälfte ist es ja für viele durchaus schwierig, weil sie mit Machtkämpfen zu tun haben oder weil es in der Partnerschaft darum geht, wer die Kontrolle hat oder man vielleicht Eifersuchtsprobleme hat. Aber für euch stehen die betreffenden Planeten günstig. Es kann natürlich sein, dass ihr vielleicht einen Partner aus den Zeichen Widder, Krebs, Waage oder Steinbock habt, der dann etwas ungenießbar wird und sich selbst und euch vielleicht auch das Leben schwer macht. Versucht dann einfach tolerant und geduldig damit umzugehen und bietet eurem Schatz oder auch euren Freunden, die zu kämpfen haben, eine starke Schulter zum Anlehnen, denn das können sie jetzt gebrauchen. Am 30. April ist dann der sinnlichste Vollmond des Jahres, denn er findet statt in den Zeichen Stier und Skorpion und deswegen auf eurer Beziehungsachse. Ist zwar kein Wochenende, sondern die Nacht von Sonntag auf Montag, aber vielleicht könnt ihr euch ja auch einen Brückentag freinehmen, weil wir Montag Tanz in den Mai feiern und Dienstag frei haben. Die sinnlichen Konstellationen erstrecken sich über das ganze lange Wochenende bis zum Dienstag und da findet ihr bestimmt die Zeit, diese prickelnde Energie mit eurem Partner auszuleben. Der Vollmond hat auch schöne Aspekte zu eurem Freundschaftshaus. Wenn ihr also keinen Erotikpartner habt, zieht mit euren Freunden los, um den Tanz in den Mai zu feiern. Oder ihr widmet euch eurem derzeitigen Lieblingsprojekt, denn die Manifestationskräfte sind stark an diesem Vollmond. Das waren eure Konstellationen im April. Falls ihr mehr über eure finanziellen und gesundheitlichen Aussichten wissen wollt, solltet ihr eine Beratung bei mir buchen. Denn diese Themen, die sind so persönlich, die deute ich lieber, wenn ich das individuelle Geburtshoroskop vor mir habe. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 6. April um 17 Uhr. Da könnt ihr mir wieder eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Und danach gibt es wieder einen Termin am 11. Mai um 17 Uhr. Falls ihr den Workshop Saturn-Probleme heilen verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers, wie dieses hier, passend zu eurem Zeichen, zu gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Mai bekannt. Falls ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr euer persönliches Collier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Es kostet 59,90 € und ihr findet den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Keine Sorge, das kostet gar nichts, aber ihr werdet dann immer automatisch von YouTube benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch bitte unbedingt auch mein Special über Chiron an, Entdecke deinen inneren Heiler. Und, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.